Oh. Eieiei, eieiei, eieiei. Lauter Seelen. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Aber die Königin hatte drei Söhne. Tragischerweise starben sie in jungen Jahren. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin liebte ihre drei Söhne abgöttisch. Die Zahl des Jahres, in dem die Söhne starben, war ihr sehr wichtig. Die Söhne starben. Okay. Das klingt so, als würden wir noch erfahren, was in diesem Schloss hier eigentlich passiert ist. Was ist hier geschehen? Und wo war die Truhe? Warte mal, die war... Die war doch hier unten. Die war hier unten gelagert. Die hole ich mir jetzt noch schnell. Weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin... Ach, ja, fall da runter. Das tut ja schon weh, Mann. Nee, von hier komme ich doch. Wo? Hier war ich noch gar nicht. Nein! Okay, sie hält mich wenigstens damit nicht fest. Bücherei! Okay, dann gucke ich einfach hier weiter. Vergiss die Götterknolle. Mir macht der rote Kumpane da oben Sorgen. Und die Spinne. Na. Treffe die Spinne. Was ist das denn? Ein Fluch? Das ist ein Fluch. Mann, Mann, ich habe hier richtig vorgesorgt hier. Waldkraut gekaut. Hihihi. Ich bin vorbereitet, meine Freunde. Seid ihr es auch? Auf mich kann man gar nicht vorbereitet sein. Wow, nicht verfluchen. Ich verfluche dich. Aber warum bleiben die liegen? Steht er hier schon wieder auf? Nee, weg ist er. Weg ist er auch. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich meine, gut, bei jedem Screamwechsel sind sie so oder so wieder da, aber... Naja. Sie könnten ja auch mal einfach so aufstehen. Sie greift an und trifft mich, obwohl sie eigentlich an mir vorbeispringt. Na, Geld will ich schon haben. Ja, so viel Zeit muss sein. Also, ich will auch ein bisschen entlohnt werden für meine ganze Arbeit und Sucherei hier und für das ganze Gekämpfe. Da ist das schon ganz lukrativ, dass sie hier auch ein, zwei Schätze verbergen. Und immerhin nutze ich ja das Geld auch nur für den guten Zwecke, denn dem nächsten Volke zu helfen, der Menschheit in dem Fall. Oh mein Gott! Oh, das ist dein Körper. Ach so. Mein Körper. Mein Körper! Wow! Oh mein Gott, mit einem Schrei ist das Ding in seinen Körper gefahren und will mich jetzt wahrscheinlich töten. Dankeschön, danke, du bist doch ein Penner. Ich hasse ihn. Ich habe mir genau sowas gedacht. Ja, das war sein Körper, ja, das ist ja schön, dass das sein Körper war. Das habe ich auch gleich zu spüren bekommen. Diese gemeinen, hinterhältigen Wesen hier. Na, wartet mal ab, ihr habt alle keine Chance. Aber ich konnte trotz seines Schildes, ich hatte erst Angst, dass ich hier immer auf einen Angriff von ihm warten musste, damit ich ihn überhaupt treffe, aber er hat ja auch Schaden trotz seines Schildes gekriegt. So, dann geht's ja hier jetzt offiziell weiter, würde ich mal behaupten. Weil der dicke Typ da wird nicht umsonst so ein fieses Schwein sein. Wie verfault ist der denn schon, ey? Oh, noch so einer. Euch gibt's ja wie Sand am Meer. Okay, ich will ihn mal ohne Schild treffen. Der ist ja wahrscheinlich Instant Death. Turmschlüssel! Okay! Das ist ja schon mal sehr positiv. Sowas finde ich gerne, was mich voranbringt. Ist immer willkommen. Und? Ein Eispickel. Na, da gab's jetzt aber keinen Applaus für. Ein Eispickel?
Naja. 25. Der kalte Hauch des Todes. Ja, da ich Wölfe hier wahrscheinlich nicht begegnen werde, nutze ich doch den Eispickel. Sieht nach ein bisschen mehr Schaden aus. Ein bisschen. Geld. Hey, dankeschön. Mann, selbst Skelette hier haben noch Sold und stehen noch in Lohn und Brot. Die Küche. Hey, ihr Skelettköche. Bam, ausgewichen. Oh nein. Jetzt muss ich nochmal ausweichen. Okay, zu spät. Okay. In der Küche krauche ich mal wieder in sonst was für Gänge hinein? Der Opal lag in der Asche des Feuerstelle. Hey, ich habe einen Opal und ich habe gerade ein bisschen Platzangst. Ah, Klaustrophobie! Ich habe gerade meinen Mordfall. Opal, ich will hier wieder raus. Ich will hier wieder raus. Oh Gott. Geht mein Charles? Ja, er geht zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Klaustrophobie lässt grüßen. Ah. Ah, und nach rückwärts raus. Bäh, das hat... Boah, ich habe Asche im Mund. Wie eklig ist das denn? Du elender Knochenhaufen. Okay. Entweder bringt der Opal extrem viel Geld, obwohl ich habe noch nie gesehen, dass ich ein Item verkaufen konnte. Aber der Opal scheint ja was Besonderes zu sein. Ein schwarzes Juwel. Ja, der ist schwarz, ne? Obwohl der eher rot aussah. Das wäre auch normal für einen Opal. Pat, sieh dir das an! Und wer oder was spricht da? Oh, Fluffy! Pat, sieh dir das an! Alkohol! Nein, das sind gar keine Fässer. Das ist ein merkwürdiger Mechanismus. Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt. und die Wand schiebt. Danke Fluffy für deinen Tipp. Das werde ich doch gleich mal probieren. Es wird Zeit, dass sich was dreht. Gegentritt. Da steht eine 1. Warum steht da eine 1? Da steht eine 7. Wenn man dagegen tritt? Ich probiere hier mal noch ein bisschen was aus. Ich probiere ein bisschen hin und her. Das ist gar nicht schwer, aber da tut sich ehrlich gesagt rein gar nichts. Geronimo! Okay, das war... Fail! Oh nein! Nicht doch! Nicht in die Halle. Alles, nur nicht die Halle. Tut mir das nicht an! Denke ich jetzt zur Wunderknolle. Jetzt habe ich aber hier die Knolle dick. Wo war denn die? Mann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das war bestimmt hier drüben. Das war die einzige Sackgasse, die mir noch einfällt, wo ich noch nicht war. Also nicht kein zweites Mal war. Greif doch an! Oh, mit dem Gesicht wieder gegen die Bordsteinkante. Ja. Greif ruhig an, du Chakka-Vieh. Ah. Wow, was war das denn? Was war das denn? Ist noch alles in Butter? Ja. Er hat gerade so verdächtig gestockt. Tut mir leid, ich muss gerade kurz nachgucken, ob die Aufnahme auch noch... Es ist ein Waldkraut. Es ist doch nicht wahr. Okay. Anscheinend können wir hier alle näselang verflucht werden. Dann lohnt sich das vielleicht, dass wir das geholt haben. Aber eine Wunderknolle ist natürlich auch was Feines. Hättest du mal lieber dein Netz gleich geschossen. Jetzt ist es zu spät. Okay. Dann gehen wir wieder hoch zum Mechanismus und versuchen da was zu drehen. Vielleicht lässt sich da ja was drehen. Dam, die Dam. Ich habe übrigens noch eine Hundepfeife als Inventargegenstand.
Blockiert Schlafzauber. Ich nehme das Kraut. Klar. Hey, ich wollte es in diesen Slot legen. Egal. Nein, bin ich blöd. Ich bin ein wenig dumm. Ja, ich bin dumm. Und das ist gut so. Ich muss unten lang. Ich muss verdammt nochmal unten lang. Ja, ganz genau. Oh, mehr Spinnen. So, aber wo war denn jetzt dieser verdammte Mechanismus? In der Mitte? In der Mitte. Natürlich war das in der Mitte. Ja, wo sonst? Wo denn bitteschön sonst? Wenn man gegentritt. Ja, wo denn gegentritt? Oh, lass mich kurz nachdenken. Wie mache ich das? Was mache ich denn jetzt hier? Runterfallen ist keine gute Idee. Lässt das denn die Kronleuchter da weiter runter und dann kann ich da rüberspringen? Das wäre ja ganz edel. Allerdings müssten sich dazu erstmal die Dinger hier drehen. Doch das tun sie nicht! Das ist eine verkniffelte Kniffelriegel. Das ist gar nicht so einfach. Fluffy, könntest du mir noch mal helfen? Verdammt, was hat er genau gesagt? Wenn man dagegen tritt und es zum Drehen bringt. Ich bin überfragt. Ach, und wieder eine wunderschöne Stelle, wo ich mich wieder wunderschön anstelle und ich bin so ein Dummkopf. Ja, ich bin so ein Dämmel. Ich stelle mich nicht nur dämlich an, ich fliege auch noch wieder runter. Ich stelle mich doppelt dämlich an. Hey! Oh, jetzt ist vorbei. Jetzt stelle ich mir aber dämlich an wie kein zweiter. Hey! Hohoho, der Typ war ja aggressiv, ey, der hat ja gar nicht mehr aufgehört. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt wieder erneut da hoch. Aber ich habe doch nur Opal. Komm schon, das muss doch auch für was gut sein. Ach, ich dachte, ich könnte seinen Knochen abwehren. Boah, mich überfällt hier schon wieder so eine Attacke. Rätseltime. Das ist bestimmt ganz simpel, ganz primitiv und ich bin hier so dämlich und habe überhaupt keinen Plan von dem Spiel. Warum steht ja auch 7?